So, hallo und willkommen zu einem weiteren, wenn auch sehr kurzen Projekt namens The Corridor. Ein Spiel von unseren guten russischen Genossen, wie man hier in der Schrift sehen kann. Leider kann ich überhaupt kein Russisch. Ich habe herausgefunden, dass das hier Spiel beenden heißt, weil wenn ich da draufklicke, beende ich das Spiel. Also muss das hier wahrscheinlich Spiel starten heißen. Hier, Bakayeni Boyo, keine Ahnung. The Corridor ist ein sehr kurzes Spiel, wie gesagt. Es hat, glaube ich, nur 10 oder 15 Minuten Spiellänge. Aber ich wollte ja mal so ein Psycho, so ein Horrorspiel irgendwann mal spielen. Und Kup hat mir gesagt, yo, lad dir mal The Corridor runter. Habe ich das gemacht, kostenlos? Und hier ist es, The Corridor. Und da würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Es ist ein Blind-Let's Play, ja? Das will ich nur mal sagen. Ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt. Ich weiß, dass es irgendwas mit dem Teufel zu tun hat. Und dass du irgendwie durch einen Raum gehen musst, aber... I woke up in the middle of the night with a fear for no reason. Ich habe nicht alles lesen können. Dankeschön, ey. Ah, tut mir leid. So. Aha, wir sind hier also in einem Raum. Der Raum aus dem Hauptmenü. Wahrscheinlich... Wieso sieht die Decke genauso aus wie der Teppich? Also das sieht ja sehr schon mal interessant aus. F. Aha. Ah! Da ist er, der gefürchtete Korridor. Gehen wir mal. It's very strange. I don't remember such a long corridor in the hotel. Ah, wir sind also in einem Hotel. Okay, und das war wahrscheinlich unser Zimmer. Und der Korridor war eigentlich gar nicht so lang. Hm. Wollen wir das mal rausfinden. Hier sind unsere schönen Urlaubsfotos. Die sind aber ziemlich zerknittert. Seht euch das mal an. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Kann ich mit dem Buch irgendwas machen? Kann ich mich ducken? Ich kann mich ducken, cool. Kann ich springen? Ich kann auch springen. Okay, die Standardaktionen sind vorhanden. Das finde ich immer schon mal sehr schön. Ah, tut mir leid, ich habe noch ein bisschen Husten, deswegen... Tut's mir leid, wenn man mich nicht gut verstehen kann. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht so rumschreien irgendwie oder ausrasten. Aber wir werden ja mal sehen, so. Oh, der war ja doch ganz schön lang. Was war das? Ach du Scheiße. Ich kann noch gar nicht so hoch. Oh Gott. Ich habe Angst. Hier drin hat was geklappert. Ach, der Stuhl ist umgefallen. Oh, oh, habe ich mich erschreckt. Gehst du auf, Schrank? F? Nein. Geh mal hier lang. Hallo? Zimmerservice? Jemand da? Nicht? Da ist die Tiger. Soweit die Tiger reicht. Soweit das Auge reicht. Komm, lass uns Wolkendeuten spielen. Seht ihr das da? Ich finde, das sieht aus irgendwie wie ein Arsch, oder? Hier, da, über dem Baum. Da in der Mitte vom Bildschirm gerade. Das sieht aus wie so ein... Oder wie Möpse. Das Spiel ist pervers. Oh Gott, warum sind die Lichter aus? Warum gehen die Lichter aus? Oh Gott! Nein! Hör auf zu lachen! Ich hab doch nur geklatscht! Oh nein! Ist jemand hinter mir? Nein. Hallo? Oh Gott, ich hab so ein schwarzes... Oh, das ist nur Wein. Okay. Hallo? Kann ich die Tür wieder... Ah, okay, Tür zu. Oh, ich hab so einen Schiss, ey. Ich muss öfter solche Spiele spielen, das... Oh Gott. Yo. Der Tisch ist kaputt. Das sieht schon fast aus wie ein Stuhl. Ein großer Stuhl für große Menschen. Was knarkst hier so? Ist hier irgendwie... Na, hier ein radioaktiver Messer irgendwie? Der knistert doch nach irgendwo immer so.
What the fuck ist das denn? Okay. Das letzte Abendmahl habe ich eigentlich anders in Erinnerung. Ich dachte, da wäre jemand. Also, die essen da wahrscheinlich jetzt den armen Jesus. Und da sitzt der Unheilige persönlich. Und das Kreuz ist umgedreht. Oh Gott. Ich will irgendwie nicht weiter. Alter, ich will nicht weiter. Nein! Alter Scheiße! Ich sehe den Schatten! Oh nein! Was war das? Alter, mein Headset ist gerade auseinandergefallen, aber das interessiert mich nicht. Oh nein! Ich will nicht! Oh. Hallo? Hallo? Jemand da? Spinn? Nein! Oh. Oh, Tür zu. Oh, Scheiße. Was ist denn das hier? Oh, das ist ja... Ey, wenn jetzt Greed um die Ecke kommt. Wenn Greed jetzt um die Ecke kommt. Greed? Was ist denn das hier? Das ist ja... Bin ich in der Hölle? Ist das die Hölle? Soll ich mir so die Hölle vorstellen? So möchte ich mir nicht die... Das ist die Hölle. Das ist die... Oh Gott. Ich will nicht weiter. Naja, der sieht auch aus, als ob er hier... Na. Nicht weiter wollte. Dann... Oh Gott. Ich werde jetzt... Wenn ich die Tür jetzt aufmache, springt mir irgendeine hässliche Fratze entgegen. Okay. Oh. Alter, das Spiel ist ja mal einfach nur krank. Das Spiel ist nicht... Das ist ja übelst... Oh, ich muss den Ton leiser machen. Ich krieg sonst Paras. Ich krieg übelst die Paras gerade. Also die Grafik ist jetzt nicht so super, aber... Ey, ihr wollt mich verarschen. Gott, und wie die Türen immer so leuchten, was soll denn das? Da wird mir ja drauf zugetrieben. Alter, bin ich in einem Spinnenmagen? Guck ich's mal an, der Basilisk aus Harry Potter und der Pornokeller, der sich gehäutet hat. Was ist denn das für ein Hotel? Also jetzt, was ist denn das?